Ravella, mit dem, was du gemacht hast, warst du ja nicht immer ganz aus der Kritik heraus. Wirklich? Es gab Phasen, da haben die Leute gesagt: Mensch, was die jetzt da macht, das geht aber zu weit. Hattest du irgendwann mal, während du diese Talkshows gemacht hast, das Gefühl, jetzt bin ich zu weit gegangen? Ja, aber ich muss dir sagen, das war natürlich auch eine Art Selbstläufer. Wir haben alle mit Leidenschaft an dieser Sendung gearbeitet. Wie gesagt, es war eine Spielwiese, es war was Neues. Und wir wollten möglichst frei und offen sprechen, eigentlich auch über Tabus. Und dass man da auch mal daneben greift, ja, das ist passiert. In welchem Bereich hast du das Gefühl gehabt, dass es besonders häufig passiert ist, dass ihr da vielleicht über die Stränge geschlagen habt? Na, sicherlich, so wie es uns vorgeworfen wurde, auch im sexuellen Bereich. Also wir haben also doch sehr viel auch Sex thematisiert, was ja auch gut ist, gerade für junge Leute. Auch hatten wir schon noch eine aufklärerische Funktion und haben die auch wahrgenommen, aber manchmal dabei auch ein bisschen über die Stränge geschlagen. Denn es gab ja dann, auch gerade aus der Politik, hast du erst Preise gekriegt, von der Union, von der CSU zum Beispiel. Und dann ist die gleiche Partei eigentlich sehr hart danach mit dir umgegangen. Hast du im Nachhinein Verständnis dafür? Na, für diese Kritik hatte ich kein Verständnis, weil das ja ein Wahlkampfthema war. Also da wurde ich quasi instrumentalisiert und das war eigentlich falsch und verlogen, weil du kannst nicht jemanden auszeichnen, also wirklich mit dem Bayerischen Fernsehpreis, den ich ja bekommen habe. Und kurz danach sagst du dann, jetzt müssen wir sie verdammen. Also das passt einfach nicht zusammen, das ist unglaubwürdig. Also dafür habe ich kein Verständnis. Hast du das den Politikern dann auch gesagt oder wie bist du dann damit umgegangen? Ich habe einmal für die Süddeutsche Zeitung ein Zwiegespräch geführt mit einer der Politikerinnen, jetzt kann ich mich aber an den Namen nicht mehr erinnern. Und ja, also Zwiegespräch kann man sich schon vorstellen, da prallten natürlich dann zwei Meinungen aufeinander. Nun waren ja nicht nur Politiker hin und wieder sehr kritisch dir gegenüber, sondern auch Zuschauer. Und ich meine, das gipfelte dann ja auch in diesem einen Attentat, dem du ausgesetzt warst. Man hat dir eine Briefbombe zugeschickt. Was ging da dann in dir vor, nachdem das passiert ist? Also mit Kritik kann ich, glaube ich, schon ganz gut umgehen. Also ist ja auch berechtigt. Man kann ja auch nicht jedem gefallen und es kann auch nicht jedem gefallen, was man tut. Da darf jeder gerne seine Meinung haben, die auch äußern. Aber dass man so weit geht, dass man einer Person Schaden zufügt oder zufügen möchte oder auch anderen Personen, die dann im Umfeld sind. Denn also in meinem Fall zum Beispiel hat es ja nicht mich getroffen, sondern unsere damalige Sekretärin. Das war schon eine völlig neue Dimension, das am eigenen Leib zu erfahren oder im eigenen Umfeld. Das war sehr heftig, ja. Das war eigentlich das Erschütternde, dass jemand nicht davor zurückschreckt, auch jemanden nach dem Leben zu trachten. Denn der Briefbombenattentäter hat ja andere Opfer Ja, und umgebracht. zum Schluss hat er sich selber umgebracht. Ja. Hattest du das Gefühl damals, dass das ausschließlich mit deiner Sendung zu tun hat, oder hast du auch das Gefühl gehabt, dass es da was damit zu tun hat, dass du anders aussiehst? Nein, da ging es damals in dem Fall nicht um die Sendung an sich, sondern da ging es um meine Person und um meine Hautfarbe. Also das hatte einen rassistischen Hintergrund. Und hast du danach dann versucht, damit umzugehen? Hast du danach versucht, in deinen Sendungen anders Dinge zu machen oder überhaupt in deinem Leben etwas anders zu machen? Also eigentlich war dieses Briefbombenattentat für mich auch Anlass, ja, mich eigentlich noch mehr einzusetzen für Toleranz und gegen Rassismus. Ich bin auch einer Plattform beigetreten, SOS Mitmensch zum Beispiel, und habe neben meiner eigenen Sendung oder meiner Fernsehtätigkeit eben auch versucht, für Aufklärung zu sorgen. Aber auch in meinen Sendungen habe ich das Thema dann wirklich immer sehr oft auch thematisiert. Ich meine, das ist ja ein Schock, wenn sowas passiert. Und wie hat denn da deine Umwelt reagiert? Also zum Beispiel deine Eltern, deine Mutter. Wie hast du mit ihr darüber gesprochen? Ich glaube, dass ich gar nicht so sehr mit ihr drüber gesprochen habe. Ich habe erstmal wahrscheinlich auch Zeit mit mir selber gebraucht oder für mich selber gebraucht, um ja, mir auch selbst die Frage zu beantworten, ob es das wert ist, dieser Beruf und dieses Leben in der Öffentlichkeit. Also diese Frage habe ich erstmal mir selber gestellt und dann aber auch mit einem Ja beantwortet. Und dann, glaube ich, kam auch erst das Gespräch mit anderen,
mir sehr nahestehenden Menschen, mit meiner Großmutter, mit meiner Mama, mit meinem damaligen Partner. Und wie haben die darauf reagiert? Was war da so die Reaktion? Ja, die hatten einfach nur Angst. Und Wut, also es waren ja natürlich Emotionen, ja, die da zutage kamen. Hauptsächlich Angst um mich und Wut. Es gab ein zweites Problem, wo du auch von einem bedroht wurdest, der von dir verlangt hat, dass du aufhörst mit der Sendung. Sonst würde er, was wollte er eigentlich tun? Er hat dann auch irgendwas angedroht, was er dann tun würde. Hat dich das eingeschränkt in dem, was du dann getan hast, das in deinen Sendungen? Nein, das nicht. Also ich habe natürlich mit der Sendung, die ich gemacht habe, sehr viele Menschen erreicht und manchen hat es gefallen, manchen hat es nicht gefallen. Manche waren freundlich, manche waren unfreundlich, manche waren normal und manche waren etwas irr. Und dieser Mensch, der war ja anscheinend irr, also sprich psychisch krank. Also ich meine, sowas gibt es auch und ja. Da habe ich mich nicht einschränken lassen. Also ich kann mir ja mein Leben da nicht diktieren lassen von einer Person, die krank ist. Klar. Nochmal zurück zu diesen Auftritten, die du da im Fernsehen bei deiner Show hattest. Ist es eigentlich immer noch so gewesen, dass du, bevor es losging, so eine Art Lampenfieber da gespürt hast bei dir? Ja, das spüre ich heute noch. Also ich bin also vor jeder Sendung nach wie vor immer noch sehr aufgeregt. Was man vielleicht so gar nicht vermuten würde. Auch immer noch kurz vor einer Sendung oder gerade wenn noch Generalprobe ist oder Probe am Nachmittag und ich denke mir, oh Gott, das wird in 2-3 Stunden, geht's los, da stehe ich da oben auf der Bühne. Ich fühle mich gerade jetzt wirklich noch wie ein Häufchen Elend. Ich schaffe das nie. Das habe ich jedes Mal, vor jeder Sendung. Und dann werde ich geschminkt und dann ziehe ich mich an. Weißt du, und dann kommt einfach eine Haltung, wo ich weiß, okay, jetzt ist es soweit, das ist jetzt mein Beruf und ich freue mich jetzt drauf. Also es kommt immer der Moment, wo ich sage, jetzt freue ich mich drauf. Egal, ob ich mich wirklich gefürchtet habe den ganzen Tag vor dem Moment, wenn ich dann vors Publikum trete, kurz bevor es losgeht, freue ich mich und dann, ja, dann weiß ich, ich bin bei mir. Ja, und das wird jetzt. Hast du eigentlich lieber so Auftritte im Fernsehen oder machst du lieber, moderierst du lieber so vor einem großen Publikum? Ich moderiere sehr gerne nicht nur vor Publikum, sondern mit Publikum. Also weil in meiner Talkshow war ja das Publikum auch Bestandteil der Sendung, eigentlich ein wichtiger Part, hat ja auch immer Fragen gestellt und ich agiere gerne mit meinem Publikum. Also ich finde, eine Sendung gewinnt auch und lebt auch, wenn da noch nicht nur meine Wenigkeit ist oder aber die Gäste, sondern noch eine dritte Komponente, eine andere Ebene. Mhm. Dass du nicht schüchtern bist, das hast du auch dadurch bewiesen, dass du dich mal beim Playboy ausgezogen hast. Wie ist es denn dazu gekommen? Einspruch. Ich bin schon sehr schüchtern. Also auch sehr schüchtern. Okay. Also es gibt auch eine schüchterne Seite. Aber die kennt man eben in der Öffentlichkeit nicht so, weil klar, wenn ich auf der Bühne stehe und eine Sendung moderiere, dann wäre es also doch fatal, wenn da jetzt die Schüchterne stehen würde. Dann ist natürlich eher die da, die versucht eben das alles zu managen. Wann bist du denn schüchtern? Also ich bin eigentlich, ich kann sehr zurückhaltend sein. Ja, zurückhaltend sehr ist, ja was, gekehrt ist ja was anderes als schüchtern. Wann hast du denn das Gefühl, dass du jetzt eigentlich lieber nicht da sein möchtest? Ja, oder wann habe ich das Gefühl, da sage ich jetzt lieber nichts, sondern halte mich einfach nur zurück, weil ich traue mich jetzt nicht oder ich möchte jetzt nicht so auffallen. Ach, das hatte ich zum Beispiel das letzte Mal gerade vor 3 Stunden, als in einer bestimmten Situation jemand sich nicht korrekt verhalten hat, mir und einer anderen Person gegenüber. Da habe ich aber gar nichts gesagt, weil ich mir gedacht habe, okay, Schwamm drüber, das ist egal. Und die andere Person, die auch betroffen war, die hat aber Gezeten und Mordio geschrien und einen unglaublichen Aufstand gemacht. Das wollte ich gar nicht in der Situation. Da habe ich mir gedacht, ach, Schwamm drüber, passt schon. Zurück zum Playboy. Wie sind die auf dich zugekommen und wie war da dein Entscheidungsprozess, dass du gesagt hast, okay, ich mach's? Der Playboy trat an mich heran, da rief die Redaktion an, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Im ersten Moment, also es lag fern jedes Vorstellungsvermögens und im ersten Moment habe ich erst mal gedacht, nein, um Gottes Willen, das traue ich mich nicht. Und hat mich aber sofort gerissen, da habe ich mir gedacht, also was soll denn das, was soll die Aussage, warum traust du dich nicht? Und ich hatte bis eigentlich zum damaligen Zeitpunkt sehr große Probleme mit meinem Äußeren. Ich fand mich also nicht besonders hübsch und
hatte ja auch wirklich ja, ein Problem mit meinem Selbstbewusstsein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte eigentlich auch austesten, nicht nur für mich, wie ich mich fühle in dieser Rolle, sondern auch, wie die anderen reagieren. Also es war schon auch von mir beabsichtigt, ein bisschen zu provozieren. Es sind ja so zwei Situationen. Das eine ist, wo du fotografiert wirst und das andere ist dann, wenn es in der Zeitung bzw. im Magazin ist und die Leute es sozusagen in die Hand nehmen. Wenn man da fotografiert wird, ist das ungeheuer peinlich oder ist einem das ab einem gewissen Zeitpunkt dann völlig wurscht, was da abgeht? Das Shooting war ganz cool und das war gar nicht peinlich, weil das ganze Team schwul war. Und das waren Männer, die wirklich also überhaupt nicht an mir als Frau interessiert waren, sondern wirklich nur meine Schönheit im Auge hatten und immer um mich rumgingen und da noch ein Löckchen und da noch mal ziehen wir ein bisschen an dem Tuch, das ich mir so vielleicht irgendwie über den Körper drapiert hatte. Die waren alle sehr bemüht und ganz schnucklig und ganz reizend. Also die Situation des Fotografiertwerdens nackt, nein, das war nicht unangenehm. Ich bin auch zu Hause, also in dieser Hinsicht da sehr frei erzogen worden. So, dann kam das Magazin raus. Irgendwann ist es an allen Kiosken und du bist auf der Titelseite und leicht bekleidet bis gar nicht bekleidet. Wie fühlt man sich denn dann, wenn man da so vorbeigeht und das sieht? Du, ich konnte gar nicht am Kiosk vorbeigehen und das sehen, weil der Playboy war überall ausverkauft. Sofort. Und meine Großmutter, die natürlich also bis dato eigentlich noch nie was vom Playboy gehört hatte, die hat mit Mühe und Not dann noch ein paar Exemplare ergattert in Wien und hat sich also mit ihren Freundinnen, alle im gesetzteren Alter, um die 80 damals getroffen und haben also wirklich zum ersten Mal bei Kaffee und Kuchen einen Playboy durchgeblättert und haben gesagt, sehr hübsch und das hat ihnen allen gut gefallen und damit war das dann abgesegnet. Aber ist nicht auch bei vielen Frauen dann irgendwie der Wunsch da, den gleichen Erfolg zu haben wie Marilyn Monroe, weil jeder weiß ja, dass das sozusagen damals ihr Durchbruch war und ist das dann auch so eine Motivation, sowas zu machen? Also für mich nicht, weil ich hatte zum damaligen Zeitpunkt schon, glaube ich, 6 oder 7 Jahre Fernsehen gemacht. Ich muss auch sagen, ich würde eigentlich einem jungen Mädchen davon abraten, die versucht, so anzufangen oder einzusteigen in einen Schauspielberuf oder einen Modelberuf. Glaube ich, wäre ich eher dagegen, wenn meine Tochter kommen würde und mich fragen würde. Warum wärst du dagegen? Weil, glaube ich, wenn man versucht, so einzusteigen, dann sehr schnell ein falsches Bild entstehen könnte und man sich da als junges Mädchen vielleicht eher schadet und sehr schnell abgestempelt wird. Das war bei mir was anderes. Ich habe schon seit 6 Jahren Fernsehen gemacht. Da wusste man schon, ich habe eine große Klappe und bin eher dafür bekannt. Trotzdem hast du natürlich unter deinen Fans auch eben viele junge Mädels, die dann auch mal kommen und dir Fragen stellen, kann ich mir vorstellen. Spürst du da auch so eine gewisse Verantwortung, wenn die kommen und einfach so Lebensweisheiten von dir abfragen? Absolut. Das hatte ich aber schon noch in der Sendung. Und ich habe wirklich auch versucht, da immer... Ja, auch meine Schäfchen, als solche habe ich sie ja dann auch gesehen, ein bisschen in eine Richtung zu schubsen, die, glaube ich, dann doch auch ganz gut für sie war. Mit was für Fragen kommen die denn dann zu dir und möchten gerne Hilfe bekommen? Klar, natürlich, wie man den Einstieg schafft, wie man Moderatorin wird, wie man sich beim Fernsehen oder überhaupt bei den Medien bewerben kann, an wie man da herantreten soll, ob man zum Beispiel Nacktfotos macht, solche Dinge. Was sagst du denn zum Beispiel, wenn sie dich fragen, wie wird man Moderatorin? Ja, sie fragen mich dann oft, wie es bei mir war und da habe ich gesagt, ich habe sehr viel Glück gehabt, bei mir war es eigentlich Zufall und ich wollte es nicht wirklich, was vielleicht die ganze Sache dann ein bisschen erleichtert hat. Ich glaube, alles, was man zu verbissen und verbiestert angeht, also mit so, weißt du, wenn kein Spaß mehr da ist und keine Leichtigkeit und keine Lässigkeit, hat eigentlich dann eher einen negativen Effekt. In der Zeit, also wenn man dann eine tägliche Talkshow macht, dann gibt es natürlich auch diese Momente, wo man denkt, heute habe ich überhaupt keine Lust dazu. Wie hast du dich da motiviert, dann trotzdem rauszugehen? Und deine waren ja immer sehr schrill, sehr, sehr fröhlich, es wurde viel gelacht. Wie hast du das dann hingekriegt, dass das trotzdem funktioniert hat? Als wir angefangen haben mit dem Talk, da habe ich mir sowieso gedacht, das mache ich höchstens 3 Monate. Also das war ja wahnsinnig anstrengend auch. Und da habe ich gedacht, das tue ich mir nicht lange an. Aber ich habe wirklich dann Blut geleckt und da war Feuer und Flamme für diese Sendung und habe es wirklich 10 Jahre sehr, sehr gerne gemacht. Durchhänge gab es da eigentlich gar nicht so. Natürlich gab es Tage,
hatte ich jetzt nicht unbedingt Lust erstmal auf die Sendung. Aber in dem Moment, als ich im Sender war und dann in der Redaktion mich vorbereitet habe und dann die Gäste kennengelernt habe, da bin ich so in deren Leben eingestiegen, da war alles andere vergessen. Und da war ich dann wirklich 100% bei ihnen. Hast du immer auch das Gefühl gehabt, deine Gäste, die öffnen sich ja doch sehr in den Sendungen, dass du dich denen auch sehr öffnen musst? Oder hast du immer das Gefühl gehabt, na, von mir brauche ich jetzt gar nicht so viel Preis zu geben? Doch, ich hatte eigentlich ein bisschen eine Verpflichtung, eine innere, meinen Gästen gegenüber auch offen zu sein, ehrlich zu sein, auch etwas von mir zu erzählen, weil ich es immer als großes Geschenk betrachtet habe, dass sie sich mir gegenüber so geöffnet haben, eigentlich einer Wildfremden. Muss ich sagen, das war auch für mich eigentlich das Schönste an der Sendung, jetzt auch rückblickend, die vielen Menschen kennenlernen zu dürfen aus unterschiedlichen Schichten, Gegenden, die ich sonst sicherlich nicht kennengelernt hätte. Und diese Gäste sind zu mir gekommen, freiwillig, gerne und vor allen Dingen redselig. Trotzdem möchte ich gerne natürlich von dir wissen, wie du dich gefühlt hast, als diese Sendung, die du nun immerhin 10 Jahre werktäglich gemacht hast, zu Ende gegangen ist, und darüber würde ich mich halt gerne gleich mit dir unterhalten. Arabella, ein riesiges Thema war ja, als man in der Presse lesen konnte, dass du für 1 Million D-Mark damals noch... Bitte verschon mich mit diesem entsetzlichen Thema, das war ja grauenvoll. Einem Mann für einen Abend zur Verfügung stehst. Jetzt erklär doch mal bitte, wie es dazu gekommen ist und war das wirklich ernst gemeint? Also diese Geschichte, die eine Mediengeschichte war, war eigentlich andersrum. Es gab einen ominösen Pseudoscheich, der in der Öffentlichkeit, in der Presse gesagt hat, er bietet 1 Million für eine Nacht mit mir. Aber wie gesagt, das war eine Mediengeschichte, also mit der hatte ich nichts zu tun. Das war halt irgendein Typ, der das behauptet hat. Hast du den mal kennengelernt? Na, um Gottes Willen. Was hast denn du da gedacht, als du das erste Mal gesehen hast? Entsetzlich. Und wie hat deine Umwelt darauf reagiert? Ich fand das auch entsetzlich. Das fand ja jeder normale Mensch entsetzlich. Wobei, ich muss sagen, es gab einige Leute mit sehr viel Humor, die, also Damen zum Beispiel, die mich dann auf der Straße angesprochen haben und gesagt haben, also wenn Sie den nicht haben wollen, wir machen es auch billiger. Geben Sie uns mal die Nummer von dem. Ich habe gesagt, also tut mir leid, ich kann Ihnen da keine Nummer geben, ich kenne den Typen nicht. Meine Geschichte ist sowieso nicht Es gibt wahr. Natürlich auch Leute, die sagen, du hast einen sehr talentierten Manager, der sich also engagiert und natürlich auch dafür bezahlt wird oder das als seine Aufgabe sieht, dich immer wieder in die Medien zu bringen. Das stimmt, ich habe einen hoffentlich doch talentierten Manager, also einen zumindest, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Aber wenn du jetzt darauf abzielst, dass das zum Beispiel eine von uns lancierte Geschichte gewesen wäre, das wäre sehr ungeschickt gewesen, weil das also wirklich ein unangenehmes Thema war. Also wenn man selber, sag ich mal, versucht, sich zu platzieren in der Öffentlichkeit, eben weil man eine neue Sendung macht oder so und dann wirklich auch PR-Geschichten braucht, also dann bitte muss es aber schon was sein, womit man auch selber gut dasteht. Also sicherlich nicht diese entsetzliche Geschichte. Dann kam es bei deinem Sender zum großen Knall. Du hast nach 10 Jahren aufgehört. Zunächst mal die Frage, von wem ging denn eigentlich die Initiative aus, dass deine Sendung bei ProSieben zu Ende ging? Naja, es hatte einfach nach diesen 10 Jahren... und nach diesem 10-jährigen Jubiläum der Sendung auch eine andere Entwicklung eben am Fernsehsektor gegeben. Und ProSieben wollte darauf reagieren, indem sie eine andere Sendung eigentlich mit mir machen wollten. Nicht mehr diesen Talk, sondern eine von diesen Reality-Shows. In dem Format habe ich mich nicht gesehen. Also weil wir haben 10 Jahre getalkt mit sehr vielen Leuten über ihr Leben und das war manchmal traurig, es war sehr oft schrill, es war schräg, aber es war echtes Leben, es waren echte Geschichten. Und das andere, das war wie ein Film, also eigentlich ein Film, aber mit schlechten Schauspielern, also mit Laiendarstellern, da gibt es ein Drehbuch, das muss man auswendig lernen, das hat ja nichts Echtes.
Also das kannst du nicht vergleichen und das wollte ich dann einfach nicht machen. Also diese ursprüngliche Talkform, die war sehr erfolgreich. Erfolgreich heißt im Fernsehen hohe Einschaltquoten bei jungen Zuschauern. Das ging dann zurück und der Sender hat sich überlegt, wie kann er jetzt weiter mit dir arbeiten. Das hörte dann allerdings irgendwie nicht freundschaftlich auf. Warum hat man das nicht friedlicher gelöst? Das darfst du mich nicht fragen. Also ja, ich hätte mich gerne anders eigentlich zum damaligen Zeitpunkt von ProSieben getrennt, aber das hat nicht sollen sein. Aber ich bin nicht sehr nachtragend, das sind jetzt auch schon fast 2 Jahre. Zeit vergeht schnell. Denn ich meine, man muss ja rückwirkend auch nochmal feststellen, dass du eigentlich auch als Gesicht des Senders fungiert hast. Du warst viele Jahre, ja. Also als ich zu ProSieben gekommen bin, gab es ja noch nicht so viele Moderatoren dort. Und ich war da eine der ersten Generation, der ersten Stunde und sicher viele Jahre auch ja, das Aushängeschild des Senders. Genau, denn man muss ja wissen, ProSieben ist ja eigentlich als Spielfilmsender erstmal positioniert worden, aber dann hat man schon erkannt, ohne lebende Menschen im Sender funktioniert das nicht. Und da bist du ja dann eigentlich das erste Gesicht gewesen bei ProSieben, was man auch mit dem Sender verbunden hat. Und da ist natürlich dann die Frage bei vielen entstanden, wie kann also eine solche Moderatorin in dieser Art und Weise vom Sender genommen werden? Hast du das, was ist da bei dir zurückgeblieben? Ich bin so lange im Geschäft, dass ich auch jede Situation einschätzen kann. Es ist ein Geschäft und man arbeitet miteinander und da darf man aber jetzt keine überdimensionierte Dankbarkeit erwarten, sondern man geht dann eben auseinander und leider ist nicht jeder so höflich erzogen wie man selbst. Okay, und danach, also dann kam der Tag nach ProSieben. Wie bist du dann am nächsten Tag aufgewacht, als du wusstest, mit dem Sender ist es jetzt erstmal vorbei? Also, schwierig war für mich selbst der Prozess der Entscheidungsfindung, als ich nicht wusste, ob ich jetzt eben diese neue Sendung machen soll. Und das habe ich einfach des Öfteren in meinem Leben festgestellt, immer wenn ich mich entscheiden muss, das ist eigentlich die schlimme Phase, weil ich dann eben nicht weiß, in welche Richtung soll ich tendieren. In dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, geht es mir gut. Dann weiß ich, okay, das ist der Weg, den gehe ich jetzt. Und in dem Moment, wo ich wusste, ich will diese Sendung nicht machen, ich mache sie nicht, war ich selbst mit mir im Reinen. Also da ging es mir gut. Was dann natürlich erst später eigentlich gekommen ist, dass ich plötzlich dann auch wieder ein anderes Leben gelebt habe. Also ich habe ja bis dahin sehr, sehr viel gearbeitet bei ProSieben mit der täglichen Sendung. Das war richtig viel Arbeit, also richtig Maloche. Und plötzlich hatte ich mehr Zeit, ich konnte mir andere Projekte aussuchen. Ich war auch nicht mehr an einen Sender gebunden, auch eine ganz andere Situation für mich, jetzt eben seit fast 2 Jahren. Was auf der einen Seite zwar so ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor ist, weil ich bin nicht in einem kontinuierlichen Engagement, aber auf der anderen Seite herrlich, weil ich mir die besten Angebote natürlich aussuchen kann von anderen Sendern. Das konnte ich ja nicht. Ich durfte ja nur für ProSieben arbeiten. Mhm. 12, 13 Jahre. Du hast ein neues Projekt, was ab Januar starten wird. Als letztes, in der jüngsten Vergangenheit, konnte man hier in Deutschland über dich lesen, dass du in der Mallorca spazieren gegangen bist und plötzlich im Gefängnis aufgewacht bist, weil du einem Polizisten, so wie ich es verstanden habe, den 50-Euro-Schein, den er von dir als Strafe haben wollte, oben ins Jackett reingesteckt hast. Ist das so gewesen? In etwa. Also ich ging nicht spazieren, sondern Freunde von mir hatten ihr Auto falsch geparkt. Die sprechen allerdings kein Spanisch und für die habe ich dann, also die mussten eine Strafe zahlen fürs Falschparken. Und ja, für die habe ich dann übersetzt. Ja. Und dann, was passiert? Also die Geschichte war wirklich sehr leidlich. Im Endeffekt, die mussten eine Strafe zahlen von 42 Euro, glaube ich. Und hatten das aber nicht genau, sondern, also nicht passend, sondern hatten nur 50 Euro. Und der Polizist hat sich aber geweigert, ihnen die 8 Euro rauszugeben. Also er bestand darauf, genau 42 Euro abgezählt zu bekommen. Und hin und her, die sprachen kein Spanisch, er sprach kein Deutsch. Habe ich dann netterweise, weil ich Spanisch spreche, übersetzt. Er bestand aber darauf, nein, 42 Euro, 42 Euro. Dann haben die irgendwann gesagt, ja, es ist uns egal, wir brauchen auch die 8 Euro nicht, dann behalten Sie bitte die 8 Euro, aber dürfen wir jetzt mit dem Auto fahren? Ja? Mhm. Sie mit Ihrem Auto. Ich hatte mit der Sache nichts zu tun.
nein, 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 nein. Und dann haben sie den quasi versucht, ihm Geldschein zu geben. Und der hat aber da so einen Block gehabt, der hat ja schon die Daten aufgeschrieben für die Strafe. Und ich habe gesagt, okay, gib her, bitte, hab mir das reingesteckt. Sag ich, so, 50 Euro. Und sie wollen nur nach Hause fahren. Und dann kamen die Handschellen raus und genau. Du wurdest abgeführt. Genau. Und wie war das so im spanischen Gefängnis? Entsetzlich. Warum? Ja, also dieser Freiheitsentzug, plötzlich nicht mehr selbst bestimmen zu können, auch überhaupt nicht zu wissen, warum ich da inhaftiert bin. Also ist ja nichts passiert. Ja? Ich saß da in einer Einzelzelle, dann habe ich auch noch Platzangst. Wurde ja auch also wirklich von diesem Polizisten im Vorfeld schon malträtiert, als ich die Handschellen da anhatte. Hat mich ja so hin und her geschmissen, wurde dann auch ins Krankenhaus gebracht, nochmal aus der Zelle raus. Das war schon eine der schlimmsten Nächte meines Lebens. Jetzt bist du wieder frei, hast große Pläne fürs nächste Jahr. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner neuen Sendung und mit den Themen, die du da bearbeiten wirst und hoffe, dass du viele Zuschauer haben wirst. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank.